Wer eine Drohne kaufen möchte, der sollte vorher wissen, was er damit machen darf und was nicht. Verständlich. Würden alle mit ihren Drohnen fliegen, wie und wo sie wollen, gäbe es ein ziemliches Chaos. Deshalb wurden einige Regeln aufgestellt, an die sich Drohnenpiloten halten müssen. Verboten sind Drohnenflüge zum Beispiel in der Nähe von Flughäfen. Da würden sie nur den großen Flugzeugen in die Quere kommen. Klar, geht gar nicht. Dasselbe gilt bei Krankenhäusern, wegen der Rettungshubschrauber. Auch bei Atomkraftwerken, Gefängnissen oder militärischen Anlagen sind Drohnen verboten. Und selbst über Privatgrundstücken heißt es für Drohnen, bitte draußen bleiben. In manchen Städten dürfen Drohnen überhaupt nicht fliegen. Oder sie dürfen nicht höher als 30 Meter aufsteigen. Stopp! Und um immer sofort zu wissen, wem welche Drohne gehört, muss sie gekennzeichnet sein. Aber die Gesetze sind sehr unterschiedlich. Vor dem ersten Flug sollte man sich unbedingt über die aktuellen Regelungen vor Ort erkundigen.